Herzlich willkommen zum Erklärvideo Therme. Zunächst machen wir uns mal Gedanken darüber, wenn wir über Therme reden, was ist ein Therm? Nun, das ist ganz einfach. Ein Therm ist jeder Rechenausdruck, der aus Zahlen, Rechenoperationen und eventuell Klammern besteht. All diese Rechenausdrücke nennt man Therm. Das heißt, wir rechnen damit. Und da gibt es ein paar wichtige Regeln für Strichrechnungen. Achtung, wir sind ja nur beim Addieren und Subtrahieren, also Plus- und Minusrechnen. Und wenn ich hier einen Term habe, der Klammern enthält, dann bedeutet das, die Klammer hat immer Vorrang. Also zuerst wird das berechnet, was in der Klammer steht. Und wenn die Klammer noch eine Klammer enthält, dann berechnet man sogar zuerst, was in der inneren Klammer besteht. Wenn wir uns jetzt mal Terme anschauen und diese Terme gliedern, dann gibt es auch eine ganz wichtige Regel, nämlich die Art des Terms wird dadurch bestimmt, wie die letzte Rechenoperation ausgeführt werden muss. Hier ein Beispiel. Wir haben Klammer auf 347 plus 968, Klammer zu minus 1314. Wenn ich das berechne, dann muss ich zuerst 347 plus 968 rechnen. Das ist der erste Summand und der zweite Summand, die ich dort addiere und es entsteht eine Summe. Diese Summe wird jetzt zum Minus enden und ich subtrahiere davon den Subtrahenden 1314 und erhalte somit eine Differenz. Der gesamte Term ist also eine Differenz. Wenn ich das Ganze berechnen will, dann erhalte ich 1315 minus 1314 und das ist 1. Viele, viele weitere Beispiele gibt es im Buch. Seite 45 bis 47 könnt ihr euch anschauen. Oder aber im Unterricht warten viele Beispiele auf euch. Viel Spaß, bis dann.